Materialien sind hochwertig und auch die Verarbeitung. Also bis ins Detail sind wir nicht auf Kompromisse eingegangen. Ja, besonders gut gefällt mir einfach das, dass sich eine Linie von vorne bis hinten durchzieht, dass man nicht, wie man es ganz oft bei uns sieht, einen Tiroler Lederhosen-Kitsch sieht, sondern eine schlichte, einfache Linie. Wir haben da das Thema Holz sehr stark in den Vordergrund gestellt und haben das sehr schlicht und traditionell eigentlich verarbeitet mit einer großen Handwerkskompetenz. Wir wünschen der Familie Molk natürlich alles Gute, dass ihnen alles aufgeht, bedanken uns fürs Vertrauen und sind natürlich immer für sie da, wenn sie was brauchen. Und ich muss wirklich sagen, also dieses Haus hier, glaube ich schon, dass es neue Maßstäbe setzt. So viel Perfektion in so einer kurzen Zeit schaffen, das ist für uns richtig phänomenal und ich möchte auch und Molk Josef und natürlich der ganzen Familie für das gratulieren. Das ist wirklich ein Meilenstein, was sie da geschafft haben, denke ich. Das gefällt mir. Also gewaltig gut, was sie da gemacht haben. Mit den alten und den neuen Materialien viel Stur und viel moderne Elemente, aber trotzdem nur das Bodenständige mit viel Holz auch. Das Haus ist ja immer schön gewesen, ist nach wie vor wunderbar. Und so wie der Josef auch gesagt hat, die Struktur, die ist ein Erhaltenswert gewesen immer. Und jetzt der Zubau ist, würde ich mal sagen, muss man gratulieren, der ist wirklich sehr gut gelungen mit dem Architekten, mit Thomas Urteiler. Der hat für das sicher das richtige Feingefühl gehabt. Ja. Es gibt mir die Gelegenheit, Danke zu sagen für die Unterstützung, die Sie uns bei der Veröffentlichung unseres Projekts also gegeben haben. Wie alle wissen, die beteiligt waren am Bau, haben wir einen sehr strengen und ehrgeizigen Bauzeitplan gehabt und haben es dann wirklich geschafft, am 26. Juli die ersten Gäste begrüßen zu können im Haus. Also allen noch einmal Dankeschön und noch einen schönen Abend.